Willkommen auf deinem persönlichen UC-Profil. Im ersten Abschnitt solltest du alle deine persönlichen Daten angeben. Das sind die gleichen Angaben, die du zuerst im Lebenslauf anschreibst. Beim zweiten Abschnitt werden alle deine aufgeladenen Dokumente abgespeichert. Also auch die, die du beim Bewerben verschickt hast. Im letzten Abschnitt kannst du deine abgeschlossenen Schnupperlehren hinzufügen. Das dient für dich vor allem als Übersicht und als Protokoll. Wenn du den Berufscheck und den Berufsfinder absolviert hast, kannst du auf dieser Seite schauen, wie gut ein Beruf zu dir passt, anhand deiner Interessen und schulischen Leistung. Der Berufscheck ist für Schüler und Schülerinnen ab Ende 2. Sek. Deine Lehrperson oder eine Firma kann dich zu dem Check einladen. Anhand des Resultats siehst du, wie gut der Beruf zu deinen schulischen Leistungen passt. Du kannst den Check einmal absolvieren und dann für verschiedenste Berufe generieren und abladen. Der Berufsfinder zeigt dir, welche Berufe anhand deiner Interessen zu dir passen. Dafür musst du nur 33 Fragen beantworten. Das Resultat deines Berufsfinder findest du, wenn du auf dieser Seite ein bisschen abscrollst. Außerdem kannst du ein PDF im Matching-Tool abladen. Besonders auf dieser Seite findest du alle Resultate, die du beim Berufscheck-Generator generiert hast. Auf dieser Seite findest du all deine Bewerbungen, die du verschickt hast oder angefangen hast. Auch alle Schnupperlehrbewerbungen sind hier gespeichert. Wenn du ein Dokument vergessen hast mitzuschicken, kannst du das auch ganz einfach nachreichen. Auf der Seite der Merkliste findest du all deine Merklisten-Einträge. Merklisten helfen dir, einen Überblick über alle deine Lieblingsstellen und Betriebe zu behalten. Suchabos kannst du erstellen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, was Lehrstellen anbelangt. Wenn du zum Beispiel Updates für Lehrstellen als Zimmermann, Zimmerin EFZ in Zürich bekommen willst, kannst du die hier erstellen und verwalten. Aber pass auf, wenn du die Suche nicht genug eingrenzt, erhaltest du mega viele Mails zu Lehrstellen, die dich gar nicht interessieren. Wenn du bei uns an einer Berufsmesse warst und Bewerbungsfotos gemacht hast, kannst du die auf dieser Seite anschauen und downloaden. Im letzten Reiter kannst du angeben, ob du Mails von uns erhalten willst oder nicht. Du kannst angeben, ob du Schüler oder Schülerin bist oder ob du schon Hersteller hast und Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bist. Zusätzlich kannst du auch dein Passwort ändern.